Nationalteam oder die Schweiz ist alles für mich. Ich bin mit 5 hierher gekommen, habe alle Schule hier durchmarschiert, alle Fußballschulen auch hier gemacht. Die Schweiz hat Brell genommen, als er nur Brell war, und jetzt haben sie halt zu Brell Embolo gemacht. Und deswegen komme ich immer mit Stolz und mit voller Motivation hierher und will es zurückgeben auf dem Fußballfeld. Es ist wieder eine neue Kampagne, ein neues Ziel, neue Herausforderungen. Wir wollen uns qualifizieren, und da gilt es, jeder zu schlagen, und das ist auch unser Ziel. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr positive Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial. Und wir haben es schon an der EM angedeutet, mit uns muss man rechnen, und ja, jetzt wollen wir es bestätigen. Ich denke, wir haben an der Euro allgemein vorne nicht so das gemacht, was wir wollten. Wir sind nicht so herausgekommen, wie wir es wollten. Aber allgemein haben sie sehr, sehr viele Chancen kreiert, sehr, sehr offensiv gespielt. Die Mannschaft war präsent. Wir hatten die eine oder die andere Tormöglichkeit, die wir machen mussten. Aber leider das nötige Glück nicht da war. Aber ich traue mir diese Rolle zu, Tore zu machen. Ich sage das, was ich gelernt habe, jahrelang. Und ja, die Nationalmannschaft ist halt immer speziell. Man muss die Spieler wieder neu kennenlernen, aber das Tor ist eigentlich immer gleich groß, deswegen traue ich mir das zu, auch jetzt eine bessere Kampagne zu spielen als an der Euro. Die ersten Spiele sind immer schwer, aber das sind die wichtigsten. Dann kann man auch besser planen und besser sehen, wo man steht. Ich denke, wenn du die ersten Spiele ein positives Resultat herausholst, dann bist du schon dein gewissen Selbstvertrauen da, und dann müssen die anderen schon wieder nachdenken und alles. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir diese zwei Spiele gewinnen wollen und gewinnen. Die WM war schon immer ein Ziel von mir, da zu spielen, und jetzt kann ich mir diesen Wunsch selber erfüllen mit dieser tollen Mannschaft. Und jetzt haben wir eine 2 Jahre lange Kampagne, die wir uns selber belohnen können, und das finde ich immer gut im Fußball. Du kannst dich immer selbst belohnen und selbst die Ziele erreichen. Unser Hauptziel ist jetzt, dass wir nach Russland wollen, und da werden wir alles dazu tun, dass wir dahin fliegen.